kommt denn wenigstens ein bisschen was an? Hier staut sich das Wasser. Da drin ist es. Warte mal. Da staut sich das Wasser in den Ohren. Geh mal weg. Gehe ich mal kurz auf die andere Seite. Das ist auch blöd, dass man da nicht durchgucken kann. Hier? Sauber! Sauber! Die Macht des Drucks! So, und damit hätten wir auch das Level gelöst. Und jetzt sind alle wieder glücklich. Warte mal, jetzt müssen wir also Ultrabälle haben. Oh, er zeigt mit seinen... Ah. Absaugung. Erzie. Unseren Kanister wieder vollkriegen. Ne? Gut. Und warte mal, irgendwie war da noch Druck, ne? Flüssigkeitskontrolle erhalten, ausgezeichnet. Ich habe den Druckrucksack fertiggestellt, wodurch ich jetzt jede enthaltene Flüssigkeit lagern und dosieren kann. Durch diese Ausrüstung bin ich jetzt ansprechend ausgestattet, um mich zur Fabrik zu begeben und mich um die fehlgeleiteten Fluoros dort zu kümmern. Das hört sich nach Action an. Nach viel... Oh, viel Action. Hammergeil. So. Jetzt müssen wir da oben reinspritzen, würde ich sagen. Zack. Und da kommt unser Fahrstuhl auch schon. Ach so, da können wir den jetzt noch oben fahren lassen. Ah, sehr schön. Das wackelt auch sehr zuverlässig. Also es sieht sehr zuverlässig aus, muss ich sagen. Sehr schön. Kommen wir denn jetzt wieder an der Oberfläche? Oh ne, nicht Umladestation. Scheiße. Scheiße, ich bin so dumm. Scheiße. Okay, nochmal. Also jetzt nach unten fahren. Tempo. Kling. Okay, das war zu eindeutig. Nein, okay, es geht. Es lässt sich aushalten. So, jetzt müssen wir da hier Wasser reinspritzen. Wir laden jetzt erstmal unsere Pistole auf. Garantiert vollgeladen. So, da müssen wir reinspritzen können. Oh, weiter oben. Sauber, da kommt richtig viel durch. So, wir machen jetzt erst nochmal voll hier. Ich glaube, der Druck ist da jetzt automatisch schon eingebunden, denke ich mal. So, langsam kriegt das Spiel mehr Funktionen. Und diese Dinger... Nee, warte, wo war nochmal das? Die sind jetzt, glaube ich, ein bisschen stärker. Oh, nee. Es hat sich auch noch ein Fluoro gebildet hier. Protoplasma. Ach, warte mal, hier ist das. Kann ich das nicht... Ich kann das nicht gedrückt halten. Warte mal.
Irgendwie macht er das dann immer, naja. So, jetzt öffnet sich das Tor. Okay. Da können wir dann weiterlaufen. Okay, wir machen auf jeden Fall Fortschritte. Wir haben jetzt einen schönen Rucksack. Wir können sogar, haben mehrere Kanister hier. So ein braun. Zumindest sieht er bei meinem Typen braun aus. Ach ja, wir müssen hier auch anpacken, ne? Fahren wir die Dunkelheit hinauf. Ja, war klar, ne? Dass da hier so ein Schacht ist. Wie? Protoplasma. Oh, das ist ein langer Text. Protoplasma. Oben ist eine Ansammlung von Protoplasma, einer Flüssigkeit zum Verbessern meiner Ausrüstung. Seine Ursprünge stehen irgendwie in der Verbindung mit der Fluoraktivität der gesammelten Essenz von Tausenden von Fluoros, die in meinem Labor gearbeitet haben. Es scheint die Eigenschaft lebendiger Zellen aufzuweisen, ohne jegliche gewöhnliche Chemie gemein zu haben. Dieses Plasma bewegt sich nirgendwo zwischen lebender Materie und gewöhnlicher Flüssigkeit. Es gibt fundierte Hinweise dafür und ich muss das näher untersuchen. Okay, ist eine Flüssigkeit zu verbessern meine Ausrüstung. Sehr interessant, was passiert. Hier ist ein Ist das jetzt Wasser oder braune Scheiße? Moment. Das müssen wir rausfinden, indem wir absaugen. Und kann ich's dir wechseln? Kann ich's dir wechseln? Okay, das ist was, ja. Na, wir spritzen. Moment, wir spritzen dagegen. Wir spritzen, so. 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 Ah, nee. Nee, 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 nee. Ja, das ist Wasser. Der Fahrstuhl soll jetzt mal da runterkommen. Hier, hopp. Muss ich jetzt gerade ernsthaft weiterdrehen? Ah. Sehr schön. Und ab jetzt geht es sowieso. Müssen wir nochmal eine Runde saugen. Alter, nicht im Ernst, ne? Komm runter, Fahrstuhl. So, noch eine Runde saugen. So, und jetzt muss ich da hochspritzen. So, prima. Alter, das Zeug. Egal, wir saugen das jetzt mal auf. Was uns das dieses Zeug jetzt hier gebracht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt was davon. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir. Zweimal. Wieso leuchtet das rot? Ach, das ist wahrscheinlich... Ach, das blinkt rot. Ey, never, ne? Nee. Oh, nee. Ich war 3 Jahre warten, bis der scheiß Fahrstuhl da runterkommt. Oh. Nee, du, nee, du. Nee, es dauert wirklich 3 Jahre. Am Abmarsch. Aber dafür finde ich den Fahrstuhl echt gelungen. Also der Fahrstuhl ist echt... Der Fahrstuhl hat was. Der ist echt cool. Der ist sexy, ne? Vor allen Dingen werde ich hier gerade von der Wand zerdrückt ein wenig. Aber das also macht dem Fahrstuhl einfach nicht. Also das macht auch meinem Typen nichts, ne? Das funktioniert hier einwandfrei. So, hier können wir jetzt auch durch. Und hier geht's nach oben. Hm. Ein Pfeil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da hoch muss. Hätte ich echt nicht erwartet. Das Spiel überrascht mich immer wieder. Neuer Protokolleintrag. Verbesserte Ausrüstung. Moment mal, diese Stange war hier doch eben noch nicht, oder? Ach nee, das Ding fährt sich da aus. Okay, okay.
Verbesserte Ausrüstung durch die Protoplasma-Raffinerie kann ich die faszinierenden Eigenschaften von Protoplasma für meine Ausrüstung verwenden und sie verbessern. Ich kann die Erfindung wählen und dann mit ausreichend Protoplasma im Sammeltrichter 2 das Rad drehen, um das Endprodukt zu erzeugen. Warte mal. Okay, das können wir uns gleich nochmal angucken. Moment, 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 Moment. Nein. Und hier? Level 1. Ich muss jetzt ran. Okay, Moment, Moment, da gehen wir mal hoch lieber. Haben wir jetzt die Maschine erstmal angemacht. Jetzt leuchtet die Lampe gelb. Was müssen wir da reinspritzen? Protoplasma. Spritzen wir mal ein bisschen Protoplasma da rein. So, haben wir alles leer gespritzt. Ja, wunderbar. Okay. Ey, das geht voll schnell, das war cool. Ist klar. Ja, nee, ist klar. Kaboom. Neue Düse erhalten. Düsen wechseln. Rechts und links. Oh, was ist jetzt meine Düse? Ach, das war das Ding. Und jetzt habe ich eine neue. Dachte, ich hätte eine neue. Ah, die sind ein bisschen fetter. Okay. Okay, ich habe es verstanden. So, und das Zeug über... sorgen wir jetzt nochmal auf hier. Das haben wir nämlich nicht gebraucht. Können wir hier jetzt noch was produzieren? Und das machen wir mal eben. Wir haben ja genug von dem Zeug. Dann glibbern wir mal hier noch ein bisschen was rein. Und den Granaten zurück. So, reicht das? Na? Okay, da passt nicht mehr rein. Also ich hab nicht mehr, meine ich. Damit natürlich. Deswegen müssen wir jetzt erstmal weiter. Ach, da fahren sich dann diese schwulen Dinger aus. Verstehe. Wir gehen erstmal weiter. Oh. Scheiß drauf. Moment. Moment. Hier können wir nicht durch. Das ist eine gute Erkenntnis. Gute Erkenntnis. Gut aufgepasst. Wo geht's denn dann weiter? Dann muss ja da links weitergehen, oder? Ja, hier ist eine Leiter hoch. Wunderbar. Oh, wir sind jetzt hier über den Häusern der Stadt. All das ist kompliziert. Also, was passiert hier? Wasserdampf, gut. Was passiert hier? Wasserdampf, gut. Was passiert da? Wasserdampf. Gut. Was passiert hier? Wasserdampf. Gut. Reparatur der Fabrik. Ich habe Berichte aus einer Fabrik erhalten, dass ihre Flows nicht richtig funktionieren. Sie bedienen die Ausstattung unkontrolliert, vermischen sich mit gefährlichen Flüssigkeiten und erzwingen die Evakuierung der Anlage. Es gibt sogar Berichte über komplett neue Formen von Flows. Das ist natürlich absurd. Es gibt nur eine Art von Flows, die meiner ursprünglichen Erfindung. Als Erfinder dieser Maschine muss ich mich zu der Fabrik begeben und sie wieder betriebsfähig machen. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt hier was machen oder müssen wir hier denn nicht? Ach, hier können wir... Ach, das ist jetzt unser Labor. Hier können wir alles auffüllen, schön. Wasser ist voll.